Ein herzliches Willkommen hier zu unserer F2 2020 Karriere mit Felipe Drugovic. Aber wir gucken uns mal den Kalender an. Hier haben wir die wunderschönen Strecken, auf denen wir fahren werden. Und wir machen eine Übersicht mit den neuen Fahrern. Es gibt viele neue Gesichter. Dennis Hauger und Cihan Daruvala. Dann gehen wir zur Virtuns. Da ist Jack Doohan, der ist ein Alpine Junior. Und Mariano Sato. Bei Prima fährt Liam Lawson und Logan Sargeant, der ist auch ein heißer Kandidat auf dem Formel 1 Cockpit. Dann haben wir Marcus Armstrong bei und Juri Wiebs bei Hitek. Und bei ART haben wir Fiesti und Theo Pouchiat. Aber es sieht ein bisschen aus wie, Drugovic, der amtierende Meister, und Novolak. Und ja, weiter geht's zu Campos Racing, Oli Caldwell und dann eben, da haben wir ihn vergessen, sorry, und Ralf Burschung, der ist auch ein Schweizer, schon länger dabei. Bei Dams haben wir Roy Nissany und Amuya Iwasa, ein Red Bull Junior, der könnte da auch noch für einiges sorgen. Richard Verschoor, der Niederländer, glaube ich, und Kalen Williams, der ist auch neu. Also es gibt viele neue Gesichter. Das ist echt sehr, sehr cool. Enzo Fittipaldi, fresche Frisur, Bro. Und Cem Bölükbazi, der Türke, den kennen wir auch noch nicht, aber ich kenne ihn schon von ein paar Formel 2 Rennen. Jake Hughes, glaube ich, heißt der. Und dann haben wir Cordell, den kenne ich gar nicht, oder Cordell, sorry. Aber wir werden mit dem amtierenden Meister fahren, mit Felipe Drugovic im MP Motorsport Team. Hier sind wir also nun in Bahrain, das erste Rennen auch der Formel 2, die einen wesentlich längeren Kalender hat wie letztes Jahr, und wir werden natürlich alles geben, um auch mit ihm in der F1 22 Karriere den Titel zu holen. 23 Grad trotz, ja, keine Ahnung, nachts hier schon, 5,4 Kilometer, 15 Kurven und 3 DS zu, drei. Ich war ein bisschen irritiert. Es sind 3 DS-Zonen natürlich. Und eine Strecke, die man gut kennen sollte, die echt sehr, sehr toll ist und mega Spaß macht. Und wir werden immer Sprint und Hauptrennen fahren. Heute sind wir im Sprintrennen. Nächstes Mal dann im Hauptrennen. In morgen oder übermorgen kommt dann das Hauptrennen. Also ich möchte das wirklich im Rhythmus behalten. Jede Woche mindestens ein komplettes Wochenende. Also, dass wir ein Haupt- und ein Sprintrennen dann jede Woche fahren. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Daumen da, wie immer. Und es sollte jetzt viel, viel mehr Stuff wieder online kommen. Auf ez-tobi, gerne auf TikTok vorbeischauen. Und Links wie immer alle unten in der Bio. Aber wir sind hier noch sehr, sehr konzentriert. Felipe Drugovic, da gab es ja auch ein Durcheinander mit dem, ob er jetzt Meister ist oder nicht. Da wurde erst in der Box irgendwie entschieden mit roter Flagge und so. Das ist ganz, ganz weird. Die FIA hat echt leider aktuell nicht viel drauf. Auch bei der Formel 3, bei der Formel 1 und auch bei der W Series ist es sehr, sehr weird, weil da Rennen abgebrochen wurden. Wir gehen hier richtig rein. 11. Platz, konnte ich mich qualifizieren. Wollt ihr das Qualifying auch sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich habe es mal weggelassen. Wir konnten uns durch einen Mega-Start hier schon auf den 6. Platz hervorpressern. 5 Plätze direkt in der ersten Kurve. Wir sind auch außen gefahren, haben da Glück gehabt, dass ich noch mit irgendeinem Stückchen auf dem Körper drauf war. Ja, Novolak, das war jetzt nicht so optimal. Ach man, das war echt nicht so gut. Aber das bringt uns jetzt hier natürlich ein bisschen, ja, nach hinten im Bedrängnis, auch gleich zu Pouchiat, der uns da gleich richtig dran klebt. Aber jetzt fährt er da eine komische Linie, da sticht er einfach rein. Ja, das wird nicht lang gut gehen, wenn der da so komisch fährt. Er muss sich ein bisschen komisch zurückstecken. Aber ich denke mal, in ein paar Kurven sollten wir auf jeden Fall da dran kommen, weil Sargeant jetzt auch nicht übertrieben schnell herumfährt. Also wir werden da auf jeden Fall dran kommen. So, da können wir außen schon fast vorbei, aber muss ich jetzt auch mal zurückstecken, sonst hätte ich die Kurve nicht bekommen. So, aber jetzt kommen wir da besser raus als Novolak, viel besser, aber wir haben natürlich das gleiche Auto, das macht es nicht einfacher. Wir sind hier zwar schneller, aber jetzt stehen wir an, beide, und das mehr macht jetzt auch leider keinen Unterschied mehr. Jetzt konnten wir uns hier mit dem späteren Bremsen in die letzte Kurve rein, den
nächsten Platz holen. Fünfter Platz wären jetzt schon, also das gibt ja nur, okay, ich kenne mich mit dem Punktesystem nicht aus. Im Hauptrennen würde es 10 Punkte dafür geben, hier wahrscheinlich dann nur 5 Punkte, weil es ja die Hälfte sind. Also das ist, es ist ein bisschen weird. Bolik Basi ist hier anscheinend am Führungsposten irgendwie, weil er hat die schnellste Rennrunde der ersten Runde. Das denke ich mal, ist er als Erster über die Ziellinie gefahren. Aber wir konnten hier mit einem echt guten Move, und da gab es auch eine kleine Berührung bei den Red Bull, der ist mit irgendjemandem hier, hat sich da berührt, und wir konnten da einfach easy going durchfahren. Das war echt sehr toll, und da sowas, so ein Glück musst du auch mal haben. Ja, da kam dieser Verbremser, und da war Bouchard fast vorbei an uns, weil ich einfach nicht wusste, wo ich hin sollte. Gott sei Dank gab es auch keine Verwarnung für das. Ich bin auch vom Gas runtergegangen, aber ja, ich war super blex, dass der da gerade weiterfährt. Das war echt so. Aber jetzt sind wir an Sargent dran. Es hat 3 Runden gedauert, bis wir hier uns ein bisschen dran arbeiten konnten. Aber jetzt sollte es hoffentlich reichen irgendwann. Verschoah auch noch vor uns, und Podium möchte ich auf jeden Fall holen, aber vielleicht haben wir noch viel mehr Glück oder auch Pech, das kann ich natürlich nicht sagen. Also wir sind das in der 4. von 12 Runden, 50% Rennen werden gefahren, also es ist auf jeden Fall alles drinnen. Wir sind von der Pace her stabil, vielleicht jetzt nicht die übertrieben schnellsten, aber mit ein oder anderen Runde hamstern wir uns immer den Vorsprung der Gegner weg, und irgendwann sind wir dann noch dran, auch wenn es 3 Runden dauert. Aber wir sind jetzt auch an Verschoor und Cheldwell dran, also irgendwie schaffen wir das immer, uns hier dran zu hamstern. Aber das natürlich, es sind jetzt wieder 8 Zehntel, es gibt zwar DRS, aber ja, Sargent, der wird angreifen. Ja, da wurde vorhin auch angegriffen. Verschoor. Außen, oh mein Gott, ich habe mich hier hardcore verbremst. Ja, das ist ein Problem, wenn man während dem Rennen dann auch das andere Rennen der anderen guckt, weil ihr wisst, was ich meine. Ich gucke immer so, oh, was machen die anderen so, und dann fährst du dann einfach dummerweise gerade weiter, das echt so unnormal viel kostet an Zeit, und ja. Das ist sehr, sehr blöd gelaufen. Und man sieht auch direkt, dass Verschoor viel, viel schneller ist. Der kommt da jedes Mal beim Rausbeschleunigen schon an der Kurve, kommt er an Cheldwell dran, kann da aber nicht ganz vorbei und muss dann immer wieder zurückstecken. Deswegen hat er da auch schon diesen, ja, keine Ahnung wie viele Sekunden, 1,2 Sekunden waren es ganz am Anfang, und hat er jetzt schon mehr als die Hälfte verloren davon. Und jetzt guckt mal, wie wir uns hier dran arbeiten, weil er eben eingebremst wird. Auch da vorne, schaut mal, wo Bolik Basi ist. Der ist schon über alle Berge gefühlt. Also der ist da vorne schon weg. Und ja, jetzt kann natürlich... Oh mein Gott, hier kannst du echt spät bremsen mit dem Formel 2. Das sind, weil sie eben keine Pace haben. Aber ich komme blöderweise aus der letzten Kurve nicht ganz so gut raus, wie ich mir das wünschen würde. Und hängt dann immer, ja, oder hechelt dann immer der halben Start- und Zielgeraden hinterher. Das ist leider das Problem. Hinter uns ist gelb, aber das juckt uns, glaube ich, nicht rapide. Also wir konzentrieren uns eher auf vorne, wie nach hinten. Und ja, jetzt können wir im DRS mal ein bisschen hier mitspielen. Dennis Hauger ist draußen. Aber, das ist mir ehrlich gesagt egal, jetzt müssen wir hier uns konzentrieren, nur keinen Fehler machen. Ein Fehler könnte Flügelschaden heißen. Und dann wäre das Rennen, glaube ich, ja, größtenteils vorbei. Und das wollen wir nicht. Sargent, Bouchard ist auch weit nach hinten geflogen. Wir haben jetzt schon Novalak, der sich echt gut nach vorne gekämpft hat. Und hier fährt Verschoor mit doppelter Bremse. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Der fährt wirklich genau über die Ideallinie mit den blockierenden Rädern. Und dann hat er noch so gut wieder verteidigt, dass ich da zu Sargent gleich mal eine halbe Sekunde verloren habe. Ja, das ist natürlich dumm, aber so hat er sich den dritten Platz gerettet, muss man sagen. Das Problem ist halt, dass Cheldwell da vorne ordentlich anbremst. Wir haben zwar alle die gleichen Reifen drauf, aber der kann von der Pace nicht so schnell gehen. Erstmal wie Cham vorne, aber natürlich auch nicht wie wir hinten. Also der ist da irgendwie gefangen, er verteidigt sich zwar, aber ja, das ist halt eher so Dünnschiss, was der da macht.
jetzt sind wir echt nah dran am Verschwörer. Jetzt sind wir ganz, ganz nah dran. Die letzte Kurve, denke ich mal, und dann werden wir es reißen. Hier nicht reinstechen, ich mache hier keine Divebomb, aber hier macht Verschwörer eine Divebomb gegen Chalwell. Der geht da mit der Brechstange rein und die berühren sich da. Beinahe gibt es da den Dreher von Chalwell und das rettet mir hier natürlich jegliche Dings. Also wir müssen uns hier gar nicht mehr anstrengen, weil eben Chalwell sowieso die komplette Zeit verloren hat und auch hier Verschwörer durch diesen ja eher schlechten Exit aus der letzten Kurve hier keine Chance hat. 4,1 Sekunden sind es zu Bulik Basi, das wird schwierig, auf jeden Fall wird das schwierig, aber ich meine, das ist der zweite Platz, das wäre Podium und das ist gelb und es ist keiner vor uns, Leute, außer Cem Bulik Basi. Das bedeutet, der scheidet hier geradeaus, nachdem wir die zwei Raufbolde auf dem zweiten und dritten Platz überholt haben, bekommen wir einfach den ersten Platz geschenkt. Das kann man nicht anders sagen. Ich hätte vermutlich, vielleicht hätte ich es geschafft, da aufzuholen, aber das ist natürlich so ein Geschenk, muss ich annehmen. Hier verteidigen heißt es jetzt und dann einfach, ja, den Sieg mitnehmen. Was für ein genialer, ja, genialer Grand Prix. Es ist zwar nur das Sprintrennen, aber dennoch, es ist sehr, sehr genial. Hier gucken wir uns das nochmal an. Ich habe natürlich Verschwörer in eine sehr ja, bremsliche Situation gebracht. Er musste handeln, er musste pushen, er wusste, wenn er da jetzt nicht vorbeikommt, dann bin ich vorbei. Nur mit solchen Methoden ist es natürlich sehr dumm, dass man hier ja, reinsticht wie ein Psychopath. Das war nicht gut, das war beinahe eine Divebomb, wie der da reingegangen ist. Aber wir haben es geschafft, wir sind dann beiden vorbei. Natürlich schade, dass Bulik Basi ausgeschieden ist. Ich meine, ich freue mich, dass wir da den Platz geerbt haben, aber ich hätte natürlich auch gern fair gegen ihn gekämpft, weil der echt ein gutes Wochenende gefahren ist, konnte sich da beim Start durchsetzen und jetzt dann auch hier. Wir sind in der letzten Runde, 2,9 Sekunden vor Verschwörer, da ist nichts mehr gegangen, aber wir können uns hier mit dem ersten Sieg im ersten Rennen schon einen Namen machen auf jeden Fall. Filipa Drugovic, aka wir, fahren hier und gewinnen das Rennen. Was für ein Grand Prix, ich freue mich extrem. Was sagt ihr? Wie war das Rennen? Wie findet ihr die neuen Formel 2 Autos? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Wir sind doch Fahrer des Tages geworden, vom 11. Platz aus. Ist das auf jeden Fall erwähnenswert. Hier haben wir nochmal die Fünflingskinder, die sind alle irgendwie gleich angezogen. Filipa Drugovic, MP Motorsport, nicht MP Racing, MP Motorsport. Wir gewinnen hier. Was für ein Rennen, Mann. Yes! Wir haben nochmal das Feuerwerk. Und ja, es ging auf jeden Fall klar. Es ging fit. Es war easy going. Und wir konnten uns hier mit wem teilen wir uns das Podium? Mit Richard Verschoor und eben Logan Sargeant. Den Amerikaner, den aktuell, ja, ich glaube, Haas oder Williams wollen ihn auf jeden Fall haben. Den fehlt aber noch ein paar Punkte zur Superlizenz. Das bedeutet, wir müssen da noch abwarten bis Abu Dhabi. Und dann, ja, mal gucken, wo es für den jungen Amerikaner hingeht. Ich meine, natürlich, gerade wenn wir jetzt noch drei in Amerika fahren, wollen die auch einen Amerikaner im Team haben oder gerade in der Formel 1 haben, weil dann hypen das ja natürlich noch mehr Leute, wenn die sagen, da fährt ein Amerikaner mit. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache werden, wie sich der komplette Silly Season, ja, wie sich die komplette Silly Season noch ergeben wird auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall gerne auch morgen oder übermorgen vorbei, wenn dann das Hauptrennen kommt. Ich werde mir das Beste, meine beste Mühe geben und alles tun, natürlich auch wieder, um hier auf dem Podium zu stehen. Aber ein Hauptrennen ist ein bisschen schwieriger. Schaut gerne für Fitz_Tobi auf TikTok vorbei. Immer wieder neuen Stuff und auch gerne Links, wie immer, unten in der Bio. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Lasst gerne ein Video oben da. Bis morgen oder später. Ciao.